Die letzte Woche hat Duas van Aters im Zentrum Missione ihren grossen Auftritt gehabt. Sie haben an zwei Abenden das Musical Dracula, das Grusical, aufgeführt. Wir sind bei der Generalprobe vorbeischauen. Schon am Morgen früh laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Während die Summe noch in einer Maske geschminkt und weggemacht werden, bereiten sich die anderen Darsteller und Darstellerinnen vom Grusical auf ihren grossen Auftritt vor. Letzte Unklarheiten werden geklärt, letzte Anweisungen gegeben. Während der Chor am Einsingen ist, stimmt das Orchester ihre Instrumente und eben noch ein, zwei komplizierte Stellen. Circa 100 Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerschaft, wirkt an dem grossen Projekt von der Duas van Aters mit. Von jedem Einzelnen wird volle Konzentration verlangt. Das Stück ist nicht ganz einfach. Wie ist für Hans Braun, der Regisseur von diesem Projekt, mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten? Es war sehr interessant, ich habe das sehr gerne gemacht. Es ist natürlich ein grosser Aufwand. Aber im Großen und Ganzen haben die Jugendlichen auch Spass gehabt. Sie haben sehr gut geschafft. Sie haben den Text auswendig gelernt, klar, aber einfach die ganze Distanz aus. Es geht nicht von heute auf morgen, so ein Projekt. So ein Projekt braucht viel Planung und Koordination. Also schlussendlich haben wir es hier in den letzten zwei Wochen koordiniert. Vorher ist das eigentlich alles getrennt abgelaufen. Wir haben schon im letzten Schuljahr, Mai, haben wir irgendwie das Projekt gestartet und haben dann anfangs von diesem Schuljahr ein Casting gemacht für die Sänger. Wir haben alle Solisten, die Parten von den Solisten, doppelt besetzt. Und das ist alles über den Gesang gelaufen. Dann hat der Chor, die haben separat gegeben. Die Solisten haben separat gegeben, die Tanzgruppe hat separat gegeben, ich habe mit den Schauspielern und Solisten natürlich separat meine Übungen gegeben. Und am Schluss haben wir einfach jetzt alles zusammengeführt. Das Grusical ist kein einfaches Projekt. Wie ist der Hans Braun das angegangen? Ja, also wie gesagt, gestartet hat ja das vor einem Jahr ungefähr, also ja, vor einem Jahr. Und dann habe ich das Stück schon mal gelesen. Klar, wenn man das alles zusammen sieht und liest, dann ist das sicher sehr schwierig. Ich habe allerdings das stark müssen kürzen, also das Ganze, das kann ich sicher 3 Stunden. Und dann habe ich häufig gekürzt, habe das weggetan und habe mir das einfach schon jetzt über ein Jahr lang immer wieder durch den Kopf gehen, die Zeichen könnte man so machen und so und wieder gewechselt, bis dann schlussendlich jetzt diese Fassung da ist. Auch während der Generalprobe sind Zuschauer da. Während der Erste den Weg in die Missionen findet, steigt hinter der Bühne langsam Nervosität. Der Regisseur gibt Marc Schwere, einem der Hauptdarsteller, noch letzte wichtige Tipps. Wie hat er sich auf die Rolle des Graf Dracula vorbereitet? Also wir haben das Material schon vorher verkauft. Ich habe mich da wirklich monatelang intensiv darauf vorbereitet, weil als Hauptrolle muss man sich kennen, dass es schwer. Alle schauen und da natürlich auf den Graf und die Hauptrolle muss man einfach beherrschen. Ist das für ihn noch schwer gewesen? Also ich bin eigentlich noch, also ich sage von mir selber, ich kenne ihn noch so gut singen und das sagen dort die anderen. Und also für mich ist das einfach gewesen. Also wenn man schon gut singen kann, soll man das auch ausnutzen. Im Namen der Duas van Aters begrüßen wir Sie ganz herzlich. Wie hat sich der Marc Schwere mit dem Graf identifizieren können? Also das ist natürlich schon eine spezielle Rolle, die man sich gut vorbereiten muss. Aber ich habe es eigentlich noch gut gefunden, der Herrscher über alle zu sein und die Macht zu haben. Und ja, der Chef zu sein, das war noch gut gewesen. Und auch die Gabriela Eier und Milena Schmidt haben die Hauptrolle im Grusical. Wie war es für sie, auf der Bühne zu stehen? Also, am Anfang war es komisch, wenn man so das Publikum gesehen hat. Aber nachher mit der Zeit hat man sich eigentlich daran gewöhnt und das eigentlich gegangen. Ja, es war einfach auch ungewohnt, aber sonst ist es noch gegangen. Bist du fest nervös gewesen? Ja, am Anfang schon. Meinen Sie, dass Sie während der Abendaufführung auch noch mal so, dass ihr nervös seid? Ich sage, es ist noch fast schlimmer, weil da die Eltern und alle da sind, die man einfach alle kennt. Und um das geht es im Grusical. Die Mina ist seit kurzem Krankenschwester in einer Iru-Anstalt. Hier passieren immer wieder komische Sachen. Und alle Spuren führen zum Schloss vom Graf Dracula, dem fremden Adligen, der in Huntington lebt. Was kann man
Niemand weiss, dass er ein Vampir ist. Auch nicht Miss Hawkins. Sie will am liebsten den Graf heiraten und organisiert darum einen Maskenball. Der Graf Dracula hat aber eigentlich ein Auge auf die schöne Mina geworfen. Die ist aber in jemand anders verliebt. Der Graf Dracula weiss aber schon genau, wie er Mina für sich gewinnen will. Und so kommt alles also wie es muss. Am Maskenball überschlägt sich das Ereignis. Nach der Generalprobe wollten wir natürlich vom Regisseur Hans Brun wissen, wie er mit dem Projekt zufrieden ist. Ich persönlich bin jetzt sehr zufrieden, ja. Nur die letzte Woche hatte ich ein bisschen Angst, dass das Ganze klappt. Aber jetzt schlussendlich, nach dieser Generalprobe hier, bin ich zufrieden, bin sehr zufrieden. Eine tolle Leistung haben alle Darstellerinnen und Darsteller, Sänger, Sängerinnen, Musiker, Helfer, Organisatoren und Freiwillige gezeigt. Und so hat OS Natasch ein Werk voll Spannung, Witz, Tanz und Musik auf die grosse Bühne bringen können.